Der heutige Job ist die reine Erholung, Jungs. Da ist eine Importfirma, die jede Menge Luxusgüter aus der ganzen Welt ins Land bringt. Gestern ist wieder eine Schiffsladung von dem Zeug im Hafen angekommen. Und ein paar Dinge auf der Liste würden mir schon gefallen. Was haben die, was wir nicht haben, Boss? Naja, ich habe lange keine ordentliche Zigarre mehr geraucht. Und die haben fast eine Tonne davon. Zigarren? Ja, Zigarren. Was ist daran so seltsam? Die Kunden in unseren Nachtclubs möchten gute Qualitätszigarren rauchen. Aber die sind teuer und schwer zu beschaffen. Wenn wir jetzt eine Wagenladung der besten Zigarren bekommen, verdienen wir damit so viel wie bei einem Banküberfall. Was? Oh mein Gott, bringt mir einfach eine Wagenladung. Pauli, erklär es ihnen. Okay. Hört zu. Pauli, was zum Teufel geht hier vor? Woher zum Teufel soll ich das wissen, Tommy? Wir müssen einfach nur einen LKW mit teuren Zigarren schnappen. Der Don will sie haben und wir kriegen Geld dafür. Also müssen wir sie beschaffen. Scheint mir nur ein zu kleiner Fisch für ihn. Vergiss es, Tom. Die Zigarren, die wir stehlen sollen, sind in Kisten verpackt am Hafen. Wir brauchen nur einen LKW, mit dem wir zum Hafen fahren. Und dann müssen wir da rein. Wie sollen wir vorgehen? Die Wache am Hafen ist jetzt ein wenig schärfer als zu Morellos Zeiten. Stimmt genau. Die harte Tour läuft nicht. Also ziehen wir das ganz cool durch. Wir schnappen uns einen der LKWs, während er Güter durch die Stadt transportiert. Auf ihren LKW steht in großer Schrift Atlantic Import. Wir warten einfach, bis einer aus dem Hafen kommt. Dem folgen wir zu einem ruhigen Örtchen ohne Bullen und versperren ihm den Weg. Mit ein paar Schüssen in die Luft holen wir den Fahrer raus. Sobald wir seine Papiere haben, kann einer von uns in den Hafen hinein. Und wir legen den armen Kerl um? Nee, das macht zu viel Ärger. Wir holen ihn aus dem Wagen und nehmen ihm alles ab, was er bei sich hat. Du fährst mit dem LKW zum Hafen, Tommy. Dort belädst du ihn mit den Zigarrenkisten und wir treffen uns an der verabredeten Stelle. Ich lade sie alleine auf, lade sie alleine ab und rauche vielleicht eine oder zwei. Und was macht ihr? Wir warten ein Stück vom Hafen entfernt an der verabredeten Stelle. Und wenn dich jemand verfolgt, dann kümmern wir uns um ihn. Dann bringst du den LKW zum Übergabepunkt. Ja, okay. Und woran erkenne ich diese Kisten? Auf den Kisten steht der Schriftzug Scorsese Import Export. Und die verabredete Stelle? Wir fahren hin, ich zeig's euch. Ja, wir fahren zuerst dahin und dann holen wir uns den LKW. Na dann los. Wir sind wieder mit Pauli und Sam auf einem Auftrag unterwegs und stecken zur Abwechslung wieder in den Klamotten, die wir schon als Taxifahrer getragen haben. Die alte Mütze und der alte Fetzen passen uns also noch wie am ersten Tag, als wir unser Abenteuer begonnen haben. Und es soll angeblich heute nicht so schwierig für uns werden. Wir sind hier in Tarnung unterwegs, aber nur wir, Pauli und Sam, kennen ein Leben ohne Anzüge offensichtlich nicht. Die waren schon von Anfang an in der Mafia. Wir haben sie nie nach ihrem Hintergrund gefragt. Sie sind für uns einfach nur zwei gute Freunde. Wir gehen durch dick und dünn, wir stehen alles gemeinsam durch. Wir sind die Hauptpersonen in dieser Bar. Der Don kann alle Aufträge für uns heranschaffen. Wir kriegen alles hin. Wir sind die Steilsten. Hey Jungs, was darf's denn sein? Gib Tom Schläger und Knarre und uns zwei Thompsons. Okay. Ja, danke. Danke, Vincenzo. Dieses Mal hat sich wirklich jemand einen Scherz für uns erlaubt. Pauli und Sam bekommen das coole Zeug und wir sind mit Schläger und Colt nun wirklich nicht ernst zu nehmen. Da könnten wir gleich wieder beim Staatsanwalt einbrechen. Hoffen wir mal, dass es Ralph besser mit uns meint und wenigstens etwas Taugliches zum Sitzen und Fahren zur Verfügung hat, denn mit den Waffen werden wir nicht weit kommen. Jungs, ich habe hier was für euch. Heute mal was ganz Besonderes. Das gefällt mir. Sieht echt gut aus. So kommt ihr am besten rein. Ja, okay. Sieht leicht aus. Danke, Ralfi. Gern geschehen. Da komme ich jetzt noch nicht rein. Dieses Auto ist leider hemmungslos veraltet. Das hat Sergio bereits gefahren, als wir ihn am Hafen ausgeschaltet haben
und jetzt ausgerechnet mit so einem Auto zum Hafen zurückfahren. Wir haben seitdem einen großen Zeitsprung gemacht, aber das ist leider der aktuellste Stand, den Ralf für uns auftreiben konnte. Und dass wir ihn hier drin abholen müssen, zeigt leider auch, dass wir kaum mehr Platz für Autos in der Einfahrt haben, um sie rauszukriegen. Wir sollen für den Dorn also eine Ladung Zigarren aus dem Hafen stehlen und fragen uns zunächst, warum wir so einen großen Aufwand dafür betreiben müssen. Auf dem Hafen bewegen wir uns noch immer sehr ungern voran und wir haben jetzt auch noch gehört, dass die Wachen seit der Ermordung von Sergio noch viel aufmerksamer geworden sind. Wir kommen nicht leicht dort hinein und sind jetzt noch trauriger darüber, dass wir keine so tolle Ausrüstung wie Pauli und Sam hier erhalten haben. Wir müssen also irgendwie an einen Lastwagen und die Frachtpapiere dazu kommen, rein in den Hafen, die Kisten dort aufladen und wieder raus, bevor wir überhaupt verdächtigt werden. Pauli und Sam haben einen Ort ausgemacht, an dem wir einen Hinterhalt auf unsere Verfolger vorbereiten können, falls wir in unserem Lastwagen vom Hafenpersonal verfolgt werden, und den werden wir uns jetzt gleich nochmal ein wenig genauer anschauen. Okay, okay. Hier ist es. Perfekt. Wo wir alle zusammen sind, wollte ich euch was fragen. Was ist denn, Pauli? Naja, ich möchte ein kleines Ding drehen und könnte euch dazu brauchen. Ach wirklich? Was für ein Ding? Eigentlich ist es ja ein großes Ding. Allein schaffe ich es nicht und ihr seid meine Freunde. Ich meine, naja, ihr wisst schon. Und Salieri? Weiß er davon? Nein, er weiß nichts. Und er muss auch nichts davon erfahren. Er hat doch schon genug Kohle, oder nicht? Also, worum geht's dabei? Ja, ich hab mir diese Bank angeschaut. Was? Was? Ganz ruhig bleiben. Die Bank ist nicht sehr sicher. Nur eine kleine Filiale. Am Monatsende haben die immer einen Haufen Bares im Safe. Damit könnten wir reich werden, wenn alles klappt. Oder wir sind alle tot. Was ist denn los mit dir? Außerdem haben wir genug Geld. Quatsch. Uns geht's nicht schlecht. Aber wir sind auch nicht reich. Ich habe kein Haus im Villenviertel. Und wenn ich ein paar Wochen nicht arbeite, kann ich nicht mal die Miete bezahlen. Weiß nicht, ob das ein guter Plan ist, Polly. Was meinst du, Sam? Ohne mich. Die Familie bedeutet mir wirklich was. Na gut, ihr habt wahrscheinlich recht. Vergesst's. Ich hab nur mal laut gedacht. Okay, gut. Okay, es ist soweit. Ich mach mich mal bereit. Bin gleich zurück. Komm, wir müssen zum Hafen.